Die Laxenburger Vizebürgermeisterin Elisabeth Maxim macht uns im folgenden Gespräch auf die vier Schwerpunkte des heurigen Frühlingsfestivals am Schlossplatz schon sehr neugierig. Laxenburg hat heuer wieder ein Frühlingsfestival geplant. Eine tolle Angelegenheit, nämlich gleich an 4 Tagen heuer. Ja, die Marktgemeinde Laxenburg macht alle 2 Jahre ein Frühlingsfestival und dieses Mal erstmals an 4 Tagen, weil wir einen Tag einschieben, und zwar den ersten am 11. Juni, wo wir unsere Jugend auf die Bühne bitten, und zwar die Laxenburger Musiktalente. Im Anschluss daran wird es dann noch ein Konzert geben mit dem Orchester Big John and the Vienna Soul Society. Das heißt also, heuer sind auch die Newcomers und vor allem die musikbegeisterte Jugend aus Laxenburg dran. Ja, wir hoffen sehr auf ein zahlreiches Publikum, und vor allem ist es auch für unsere Musiktalente, die ja alle in die Musikschule Laxenburg gehen, eine Möglichkeit, sich vor einem größeren Publikum zu präsentieren. Der zweite Tag ist der Operngala gewidmet. Das wird wieder ein sehens-, vor allem aber ein hörbarer Genuss werden. Ja, sicherlich. Wir haben auch wieder die ganz große Bühne aufgestellt. Es gibt wieder das Savaria Symphonieorchester aus Ungarn. Und als Gastsolistin konnten wir Frau Ildiko Raimondi gewinnen, ein bekannter Opernstar. Und als Moderator wieder Christoph Wagner Trenkwitz, der immer sehr launisch moderiert. Und das Ganze ja hier am Schlossplatz, wunderschöne Kulisse. Da kommt dann die Opernmusik voll zur Geltung. Ja, also wir sind natürlich an keine Lautstärke gefunden. Das können alle frei singen, das Orchester aufspielen, und es wird sicher ein fulminanter Abend. Am nächsten Tag, dem Samstag, ist ja wiederum ein ganz spezielles Programm gewidmet, eine Artistik-Show. Ja, wir haben uns diesmal vorgenommen, kein klassisches Konzert zu machen, wie wir es bisher hatten mit Musical, sondern eine internationale Artistik-Show unter dem Titel Aquaria mit dem Dramatisierter, mit internationalen Künstlern, circa 30 Mann, die auf der Bühne Show, Feuer, Wasser zeigen werden. Also sicher ein sehr aufregendes und interessantes Programm. Das ist dann schon ein ganz besonderes Musterstück hier. Ja, ich glaube schon. Das ist so à la Cirque du Soleil, aber auf andere Art. Dieses Programm wurde auch schon in England gespielt und hat sehr großen Erfolg gehabt. Zum Abschluss, wie könnte es anders sein? Ein tolles Frühschoppenkonzert. Ja, am Sonntag dann, mit freiem Eintritt, ein Frühschoppen am Schlossplatz mit den jungen Paldauern. Gastronomie macht man selbstverständlich an allen Tagen mit. Es wird unser Ratterstüberl mitmachen, wir werden wieder einen Heurigen hier haben und auch vielleicht unser FCL wird sich einbringen. Ab 18 Uhr hat die Gastronomie geöffnet, das heißt, man kann es schon vorher genießen. Genau, jeweils ab 18 Uhr. Es wird auch eine Pause geben, wo selbstverständlich auch die Gastronomie besucht werden kann. Der Kartenverkauf hat schon begonnen? Ja, Kartenverkauf hat bereits begonnen. Sie können die Karten bekommen über Internet auf unserer Homepage, und wenn jemand das nicht schafft, dann können wir gerne auf der Gemeinde auch behilflich sein. Wobei ja einige Veranstaltungen ohne Eintritt sind. Am 11. Juni für die Jugend gibt es keinen Eintritt und dann beim Frühschoppen. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank und toi 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 für ein tolles Frühlingsfestival. Danke vielmals, organisiert ist alles. Wir hoffen nur noch auf schönes Wetter.